Machen Sie das viel mehr, das Zugfahren? Ja, ich bin häufiger mit dem Zug unterwegs zu meinen Eltern, mache Besuche eben. Ja. Und Ihre Arbeit, was bedeutet das für Sie? Ja, Arbeit ist bei mir jetzt nicht so groß von Bedeutung. Ich arbeite nur 10 Stunden in der Woche zurzeit. Das heißt, ich habe immer eine Woche im Monat und dann 3 Wochen Zeit, ja, entweder was für mich oder eben für andere Menschen zu machen. Und gefällt es Ihnen die Arbeit? Ja, das ist eigentlich eine interessante Einteilung, eben da mal eine ganze Zeit lang eben durchzuarbeiten und dann eben mehr Zeit zu haben, ja, als Freizeit, Nächster Halt, als zusammenhängende Straßkirche. Zeit, die man dann eben verwenden kann. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Es ist eigentlich etwas, was man in jedem wünschen würde, nicht wahr? Jeder Ja, Mensch. also das ist ja, also so eine Zeit mal zu haben, die man dann wirklich eben so auch verwenden kann. Ja, ist So wie man das will. was jeder mal, ja, wenn er eben Lust hat, das mal zu machen, auch mal machen können sollte. Also noch eine Frage. Ja. Sie haben also jetzt von mir gehört, von das bedingungslose Grundeinkommen. Was denken Sie ja da jetzt ein bisschen von? Was können Sie mir da etwas von sagen darüber? Also ich glaube, das ist eine tolle Idee für Europa. Ich denke, sie würde Europa weiterbringen. Ganz einfach, weil dann für ganz Europa eine Sicherheit da ist, und man alle seine Ideen, die man hat, eben abgesehen von dieser Sicherheit, mal verwirklichen kann. Also mal ausprobieren kann, da mal irgendwas, ein Projekt zu starten, ohne dass man gleich Angst haben müsste, vollkommen runterzufallen.